Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Immersive Engineering Tutorial. In dieser Episode soll es sich um die Metal Press drehen von Immersive Engineering. Und ich zeige euch den Aufbau und ich zeige euch die Funktionalität der Metal Press. Zunächst einmal müssen wir uns etwas behelfen, indem wir etwas aufbauen. So eine kleine Hilfestellung sozusagen. So, zack. Zack, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier in Höhe 1, 2, 3 einen Dirtblock, sodass wir ganz einfach einen Pisten von unten anbauen können. So, das war jetzt wirklich nur Hilfestellung, weil sonst kriegen wir das Ganze nämlich nicht hin. Ansonsten, der erste Teil der Maschine besteht aus zwei Steel Scaffoldings, dann brauchen wir einen Redstone Engineering Block, dann haben wir einmal einen Heavy Engineering Block on top und wir brauchen ein Conveyor Belt, was reinführt zum Pisten und ein Conveyor Belt, was rausführt aus dem Pisten. Und dann können wir den mit dem Hilfe des Engineers Hammers uns diese Maschine aktivieren, sodass wir jetzt eine Metal Press haben. So, wir haben wie bekannt aus Immersive Engineering Maschinen ist es so, dass wir einen Redstone-Controller haben, dass wir die Maschine Redstone technisch steuern können. Wir haben einen Heavy Engineering Block, der dafür sorgt, dass die Maschine mit Strom versorgt wird. Und wir haben ein Fließband, wenn man das halt so will. Und im Grunde genommen, das, was der Kolben dargestellt hat, er drückt halt natürlich irgendwie Erze zusammen, das macht die Metal Press. Und wir brauchen noch, da haben wir es gerade schon gesehen, da irgendwie so ein bisschen verbuggt halt, im Grunde genommen das grafische Interface da sozusagen. Wir brauchen noch eine Metallpresse. Diese Metallpresse kriegen wir, können wir mal gucken, Metal Press, kriegen wir zum einen aus der Engineers Workbench zum Beispiel oder Automated Engineers Workbench würde auch noch gehen. Aber nehmt einfach die normale Engineers Workbench. Ja, einmal Rechtsklick auf das Ganze und damit haben wir das in die Presse auch mit installiert auf jeden Fall. Und ich habe hier schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. So in etwa könnte das Ganze dann aussehen. Das heißt, wir haben eine Energiequelle. Also unsere Metallpresse wird mit Energie versorgt. Wir haben unser ganz normales Fließband. Wir haben eine Endchest. Wir haben eine Startchest. Und die Startchest ist folgendermaßen ausgestattet, nämlich mit gar nichts. Und wir nehmen jetzt mal unser Iron Ingot und lassen das einfach mal durchfließen. Und ihr seht, so soll das aussehen oder so sieht das hier auf jeden Fall aus. So wird das hier auf jeden Fall durchgepresst und so geht das dann auf jeden Fall hier in die Chest hinein. Und somit haben wir die Möglichkeit, Iron Plates herzustellen. Und auch die Metal Press funktioniert auch mit den Iridium Reinforced Plates von Industrial Craft. Zwei und von dem her auf jeden Fall durchaus ein gutes Tool. Es würde auch grundsätzlich, die Plates sind grundsätzlich auch herzustellen mit einem ganz normalen Engineers Hammer. Das würde auch gehen. Und im Moment, dann nehmen wir einmal den Iron Plate hier. Da haben wir den Engineers Hammer, damit könnten wir auch eine ganz normale Iron Plate herstellen. An der Stelle ist das dann auf jeden Fall eine Automatisierung, falls wir dann dafür dann weitere Rohstoffe benötigen. Oder beziehungsweise falls wir das in einem anderen Rezept dann noch benötigen. Ja, so viel war es das auf jeden Fall zur Metal Press. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.